Charx kommt von Charg und bedeutet Rad, was aus dem mittelöstlichen Raum stammt. Auch im mystischen Sinne wird es als Rad des Lebens bezeichnet. Eigentlich ganz unterschiedlich. Meistens habe ich eine Idee, das ist eine musikalische Idee, worauf ich dann an eine Geschichte widme, also an ein Geschehnis, ein Erlebnis. Manchmal ist es umgekehrt, da gibt es immer schöne Momente, manchmal auch nicht schöne Momente, worauf ich dann später die Musik dazu schreibe. Ja, beim Schreiben stelle ich mir oft eine Melodie oder einen Groove vor. Danach singe ich zum Beispiel diese Melodie oder diese Groove und dann versuche ich mir mehr vorstellen, wie in einer Band- oder Orchesterbesetzung. Und danach setze ich mich vorm Computer und schreibe ich die Partituren. Also meistens nehme ich schon kleine Ideen zu Hause auf, am Laptop, und schreibe diese dann nieder, damit wir das dann bei der nächsten Probe schon mal ausprobieren können. Meistens entstehen auch ganz interessante, ganz andere Ideen in der Probe, wenn wir es dann gemeinsam spielen. Sprachen und Dialekte eigentlich, weil ich finde, das verhält sich in der Musik sehr ähnlich, wo man auch Musiker erhören kann anhand von dem, was für einen Dialekt sie sprechen eigentlich. Und auch Leute, die sich sehr in etwas hineinsteigern können, wo dann quasi der Rest absolut nebensächlich wird und nur mehr das wichtig ist, was man gerade tut. Also ich lasse mich gerne von der Natur, von schönen Orten inspirieren, aber auch natürlich von meiner Familie, von aktuellen Themen und auch meine Vergangenheit, also sowohl positiv als auch negativ. Als Musiker, wir schreiben ein Stück, komponieren, lange Zeit proben in verschiedenen Besetzungen und so weiter. Und zuletzt sind wir auf der Bühne und da erfahren wir erst die Reaktionen von den Zuhörern und Ergebnisse von diesem ganzen Prozess bekommen wir erst, wenn wir auf der Bühne stehen und direkt Gesicht zu dem Publikum stehen. Vor allem bin ich gespannt, wie die Leute darauf reagieren werden, die uns noch nie gehört haben.
Und gerade die möchte ich eigentlich jetzt erreichen, weil wir auch eine vielseitige Musik machen. Also ich denke, dass wir durch unsere Vielseitigkeit auch andere dadurch erreichen können. Obwohl ich finde, dass sich hinter Sharks immer mehr verbirgt, als auf dem Papier eigentlich steht, weil, so wie ihr seht, sind wir in keinem fixen Genre drin, sondern wir bedienen uns immer nur gewissen Elementen, die wir ausziehen und sind quasi kein Sklave eines Genres, sondern machen uns Genres zu eigen. Hoffentlich noch sehr viel Konzerte, viele Kompositionen, viel Musik. Und ich glaube, es schlummert auch noch jede Menge unter der Oberfläche, was nur darauf wartet, endlich zum Vorschein zu kommen. Hoffentlich in Zukunft vor allem mehr Konzerte, Gastmusiker einladen, mehr Farben in unsere Musik einbringen und musikalischen Horizont einfach möglichst verbreiten. Wir werden bald eine CD aufnehmen, da freue ich mich schon sehr. Neben dem freue ich mich natürlich wieder auf die Konzerte, denn da werden wir unseren Sound erweitern. Indem ich jetzt öfters singen werde, da wird sich natürlich einiges verändern.